Wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen, aber eines lässt sich auf jeden Fall sagen. Rijans Spiel gegen Patrick Korbel war eindeutig das Beste an diesem Abend. Beide Spieler mit sicheren Grundschlägen, da gibt es kaum Flüchtigkeitsfehler. Sowohl Korbel als auch Rijan können den Ball auch länger im Spiel halten. Im ersten Satz, Rijan, das war ein bisschen überraschend, von Beginn an immer mit leichter Führung. Er wirkte sehr entschlossen im Angriffsspiel, so wie in dieser Situation. So einen Ballwechsel hatten die 500 in der Zugbrückenhalle an diesem Abend überhaupt noch nicht gesehen. Tischtennis auf ganz, ganz hohem Niveau. Das war so gut, das schauen wir uns doch gerne nochmal an. Hier die Studie von Petr Korbel. Er ist ein Allrounder mit Vorhand und Rückhand gleichermaßen stark. Gutes Blockspiel, druckvolle Vorhand, aber ähnliches gilt auch für Rijan. Der den ersten Satz mit 21-16 für sich entschied, aber Korbel steigerte sich dann im zweiten Durchgang. Das ist ja vielleicht eine seiner ganz großen Stärken. Der Kampfgeist, ein Rückstand, der frustriert ihn nicht, der motiviert ihn mehr. Korbel kam vor allem jetzt auch besser zurecht mit den Aufschlägen seines jungen Gegners. Adrian Rijan, sollten wir vielleicht auch sagen, er ist ja so etwas wie der Senkrechtstarter in der Bundesliga. Von seinen allerersten 10 Begegnungen verlor er nur eine einzige, spielte ja im Vorjahr noch in der zweiten Liga bei Bayreuth. Das Spiel, was Korbel mag, dass er die Ballwechsel diktiert. Rijan kann hier nur reagieren und zieht die Rückhand ins Aus. Im athletischen Bereich, das zeigte sich ein ums andere Mal, ist Korbel überlegen. Rijan hat da sicherlich noch Reserven. Das Gymnastische, das könnte ihm beileibe nicht schaden. Spielerisch, da hat er eine ganze Menge zu bieten, der 19-Jährige. Korbel in dieser Schlussphase des zweiten Satzes doch deutlich überlegen, drauf und dran den Rückstand nachsetzen, wettzumachen. Am Ende ein leichter Fehler von Rijan, aber mit wem man auch sprach in der Halle, alle meinten sie, dieser Junge, der hat noch eine große Zukunft vor sich, der ist jetzt mit seinen 19 Lenzen schon unglaublich weit und er hat noch Reserven, wir haben es angesprochen und es hilft ihm natürlich auch, wenn er in der Bundesliga jetzt als Nummer 1 Woche für Woche gegen ganz starke Gegner spielt. Ende des zweiten Satzes, klare Sache für Korbel und mehr Tischtennis aus Grenzau gibt's gleich.
Seit 18 Jahren ist Total Gym die absolute Geheimwaffe für Chuck Norris Hochform. Total. Wir sind zurück in Grenzau beim Spiel der Tischtennis-Bundesliga zwischen dem deutschen Meister TTC Zugbrücke Grenzau und Aufsteiger SV Plüderhausen. Die Entscheidung im Spitzeneinzel, die wollen wir Ihnen zeigen, zwischen diesem Herrn Petrek Korbel und Plüderhausens Nummer 1 Adrian Krishan. 1:1 also der Stand nach zwei Sätzen und es blieb auch im dritten Durchgang eine hochklassige Partie. Krishan ja mit einer 10:6 Bilanz in der Bundesliga auf Position 99 geführt in der Weltrangliste. Er trainiert in Ochsenhausen bei Leo Amisic, dem Cheftrainer dort, und er hat sehr viel gelernt in den letzten Monaten. Was für ein Ballwechsel, diesmal mit dem Punktgewinn für Krishan am Ende. Hat ja auch die Großen der Liga schon mächtig geärgert. Wir erinnern uns an das Match gegen Borussia Düsseldorf. Da verlor er gegen den Weltranglisten ersten Samsonov ganz knapp im dritten Durchgang. Und dann besiegte er Jörg Roskopf, Deutschlands besten und bekanntesten Tischtennisspieler. Also der erschrickt nicht, wenn er solch große Namen hört, die ihm da gegenüberstehen. 9-beide im dritten. Korbel, ein alter Bekannter in der Bundesliga, fünfte Bundesliga-Station ist Grenzau. Vorher hat er auch schon in Mülheim gespielt, in Altena, in Düsseldorf, in Essen und auch schon in Montpellier in Frankreich. Also ein Reisender in Sachen Tischtennis. Petrek Korbel, aber in Grenzau, da fühlt er sich wirklich richtig wohl und heimisch. Und deshalb hat er ja auch den Vertrag verlängert. Er muss sich wirklich jeden Punkt erarbeiten. Gerrit Albrecht ist das, den wir vorhin ja schon im Interview gehört haben. Der Manager sah es eigentlich mit Wohlwollen, was der junge Krishan da bot im Spiel gegen den erfahrenen Petrek Korbel. Korbel variierte auch immer wieder den Aufschlag, mal mit der Vorhand, wie hier, häufig aber auch mit der Rückhand. Und hier haben wir eine seiner ganz großen Stärken kurz gesehen, die ganz, ganz schnell geschlagene Rückhand. Fast ansatzlos. Da gibt es nicht viele, die das so beherrschen wie der Tscheche. Auffallend übrigens in dieser Begegnung, alle Aufschlagspiele sehr hart umkämpft. Nicht ein einziges Mal konnte einer der beiden 4 oder gar 5 Punkte bei eigenem Aufschlag machen. Schön zu sehen, hier in dieser Situation ein bisschen zu hoch kam da der Rückschlag von Krishan und sofort Korbel da. Das konnte man einige Male beobachten, dass Korbel sofort zur Stelle war, wenn sich da eine Chance auftat, mit der Vorhand zu punkten, den Flip anzubringen. Das verschaffte ihm Vorteile jetzt im dritten Satz. In
Im Übrigen gibt es ja in Grenzau mittlerweile auch einen zweiten Korbel. Bruder Richard, der spielt in der zweiten Mannschaft des TTC Zugbrücke, immerhin auch schon in der zweiten Bundesliga. Also es kann sein, dass der Name Korbel wirklich noch ein bisschen länger in den Mannschaftslisten der Grenzauer zu finden sein wird. Schaut manchmal ein bisschen grimmig, ist sehr verbissen, sehr ehrgeizig, aber außerhalb des Tisches, da gilt der Patrick Korbel als Spaßvogel, als ein ganz lockerer Zeitgenosse, ein sehr sympathischer Bursche, Sympathieträger in Grenzau. '16 also für Korbel, zwei Punkte fehle ihm noch und fehlt Grenzau noch zu einem ganz sicheren Erfolg in der Bundesliga-Begegnung gegen Plüderhausen. Aber man weiß von Krishan, der ist auch in engen Situationen ganz konzentriert, nervenstark, hat schon viele enge Matches gewonnen. Und auch jetzt kommt er wieder heran zum 17:19 in diesem Fall. Dieser Vorhandfehler von Krishan beschert Korbel drei Matchbälle. Er war ja im Hinspiel nicht dabei wegen seiner Bandscheibenprobleme. Damals spielte Grubber im Einzel. 6:2 gewann Grenzau das erste Match und mit 6:1 gewinnen sie das Rückspiel in eigener Halle. Knapper Sieg also für Korbel gegen einen starken Adrian Krishan. Der Tscheche entscheidet also auch die gesamte Bundesliga-Begegnung. Ein standesgemäßes Ergebnis für den deutschen Meister gegen den Aufsteiger. Der Matchwinner Korbel, zwei Einzel gewonnen, dazu mit Fetzen das Doppel. Klar, dass damit auch der Trainer ganz zufrieden war. Seit drei Wochen hat er wirklich sehr gut trainiert. Übermorgen, die fliegen alle, also Lucian Blaszczyk, Petr Korbel, die fliegen nach Malaysia, Mannschaftsweltmeister mitzumachen. Ja, deswegen, Petr hat Vorbereitung hinter sich, der hat diese Vorbereitung bei uns erleben musste. Ich denke, der spielt im Moment sehr gut. Warum haben Sie kein Einzel gespielt? Weil... Tja, Junge werde ich bestimmt nicht und ehrlich gesagt, ich bin genauso wie Chen Zibin und bis vorgestern Lucian Blaszczyk, letzte Woche Steffen Fetzner, ein bisschen geschlagen, angeschlagen durch Grippe, also irgendwie bin ich nicht ganz fit.